Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Gemeinderade im LS19 am Sonntagmorgen zusammen mit dem Philipp. Hallo. Hallo. So, wir sind immer noch fleißig am Beladen Chippen. Der Anhänge. Ich glaube, die Schaufel. Das hat. Nein! Noch rein. Eine deine dürfte noch drei Viertel reingehen. Dann. War da noch was im Silo drin? Immer noch was im Silo drin, aber ich wollte die Silage nehmen. Jetzt nimm die Silage, Alter. Oh, und da hat's mal runtergelassen. Da ist vielleicht ja. Egal. Ja, das geht weiter. So, wunderbar. Eine Ruheposition, Radio an. Hast du diesmal dran gedacht, dass du den Betrag ein bisschen weiter vorne parkst? Ja. Das heißt, dann dürfte er gleichzeitig fertig sein. Aber voll. Was? Ja, ich bin jetzt auch voll. Aber ich habe wieder nicht dran gedacht, dass ich die Belegung mit N und V draußen. Was ist? Warte mal. Das läuft noch. Tatsache. Ja, okay, es werden wahrscheinlich diese paar Prozent sein, ne? Ja, 95. Fahr dann einfach mit. Das sind die 5%, die wir beim letzten Mal gefehlt hatten. Ja. Muss langsamer war. Oh, das ist auch ein bisschen knapp mit dem Kerl, ja. Aber er steht noch. Und das glaube ich haben wir uns tatsächlich noch gar nicht gezeigt. Wir haben jetzt da ein Autoload Ballenlager hinplatziert. Damit es ja auch noch allzu laggy wird. Ja, das ist dann halt so ein Ballenlager, das wo im Spielstand zwar mit drinnen ist, aber der Spielstand nicht belastet, sagen wir so. Ja. Oh, ich war schon wieder ein bisschen quer. Ja, das ist, der Anhänger kommt irgendwie da ein bisschen, entweder ist der Gehsteig da an der Stelle zu hoch, auf jeden Fall prallt der Reifen dann ein bisschen ab. Ja, war bei deinem auch so. Auf alle Fälle mit 30 geht's auch noch nicht. Bei der Kurve oder was? Bei der Kurve, ja, mit 30 stimmt er immer noch. Okay. Also ich war auch bei 35, muss man sagen, aber da. Was wir jetzt hier schon für einen riesigen Haufen dran haben. Weißt du, ich komm dazwischen den Dinger noch durch, nee, ne? Du meinst? Hier. Ich probier's aus. Ja. Geht. Nicht. Ja, warte, lass mich schnell abladen, dann. Warte, stopp. Ich lade jetzt einfach mal ab schon. Ja, warte, ich dreh auch schon um, weil. Dann entlade ich passend. So. Oi. Ich bin schon leer. Ja, ich hab wenden müssen. Du hättest auch einfach die andere Seite auswählen können, aber gut. Egal. Ja, aber dann wäre in der Mitte wieder eine Lücke entstanden und das wollte ich eigentlich nicht. Egal. Leer. Jetzt muss ich schnell auf meine 50 km/h raufkommen, damit er mir wieder am Arsch klebt. Natürlich klebt er so am Popo. Ist er noch hinter mir? Ah, er ist noch. Ja. Meine Hänger, ich bin über meine 50 km/h. Ich komm ran. Komm ich noch zum Schieben? Ja, glaub schon. Ha! Okay, jetzt volles Ruder rumreißen, Alter. Scheiße. Aber ich muss da auch immer voll aufpassen, weil er direkt ein Schrummaschen ist. Ja, ich hab den nicht gesehen und bin da mit dem Hänger voll dagegen gerutscht. Oh Gott. Herr Kercher. Oh, war das knapp. Herr Kercher hat's überlebt, alles gut. Alter, der Silo schaut ist auch sau voll, ne? Das linke. Ja, das ist.
Ich glaube, das sind ja 1,5 Millionen drin, wenn ich mich nicht täuscht. 1,5 Millionen Waren drin. Waren drin, ja. Und das ist schon eine Kleinigkeit, glaube ich. Ja. Oh, er hat mir mehr Platz gegeben, warte ich. Aufmachen. Jedes Mal hat der Florian gut geparkt. Ja, ja. Ich habe mehr Platz bekommen. Iwi. Aber diese Größenunterschied zwischen deiner und meiner ist schon ein bisschen krass. Was für eine Schaufel? Ja, aber du hast doch 1000 Liter weniger als ich. Ich habe sie doch gar nicht nebeneinander hingestellt. Aber das sieht man von Ferne schon ein bisschen. Deine ist viel kürzer. Naja. Ist ja auch nicht für den Telelader, sondern für den Frontlader. Frontlader konzipiert. Aber das war, glaube ich, keine so schlechte Idee, du mit denen zwei Hänge, ich befülle dich mit. Ja. Und da vorne den Betrag mit den Förderbändern. Ja, die Förderbänder machen echt einen guten Job, was ich echt nicht vermutet hatte. Aber ich muss kurz du musst kurz warten, weil ich glaube, ich muss die kurz anders hinstellen. Egal. Ich kann auch alleine weiter befüllen. Jupp, sie müssen mal wieder neu. Aber wir haben schon ganz gute Teile aus dem Silo rausgebracht jetzt. Und nicht mehr allzu viel. Vor allem auf der anderen Seite. Ja, stimmt, auf die andere Seite habe ich noch gar nicht geguckt. Wie viel da jetzt schon weg ist. Aber was, ja. Alles schon wirklich eine gute Idee mit zwei Anhängern hier zu fahren. Haben die zwei Anhänger überhaupt an Liter? 34 Kubik passen drin. Warum? Also nur mal kurz eine kleine Frage. Warum nehmen wir dann nicht einen von den kleineren Silagewagen? Silierwagen. Wäre, glaube ich, schlauer, oder? Das weiß ich auch nicht. Wo steht der überhaupt? Also der... Der Krüger Agroliner steht auf jeden Fall in der Halle, wo der Hecke steht. Den haben wir doch gar nicht mehr. Wir haben ja jetzt einen Harve. Stimmt, wir haben den Harve, hab ich ganz vergessen. Den Sweetmaker. Dann der Harve, der Sweetmaker steht da, wo der Seedmaster steht. Seedmaker. Seedmaster, Seedmaker. So, hinten ist Vordel. Vorne auch. Okay, dann schnappe ich mir den gleich wieder. Wie gesagt, der Rest kommt hier rein. Warte, ich fahr gleich rüber mit dem Skorpion und lad mich dann schnell ein bisschen mit. Bin noch gar nicht voll, oder? Alter, zum Glück war das Dach. Ich glaube, die Schaufel umlassen und dann die Kurve um ist keine gute Idee. Dann, wenn sie noch voll ist. Nicht ganz so optimal, glaube ich. Die Möbel, nee. Alter, als ob der jetzt ein Sandtag verkaufen war. So, warte mal, guck mal ganz kurz nach, wie... Das Bild ladet nicht mehr. Ist er voll? Nein. Der hat 52.000 Liter. 48.
Wie bei 17. Auch ehrlich jetzt. Wie viel hat der hier Platz? 44. Was war? So weit das weggeparkt? War nicht ganz drauf. Ist er noch leer, oder? So gut wie. Oh. Sehr gut. Ja, da bringe ich die zwei Anhänger schnell weg und dann nehme ich mir den Ladewagen als Anhänger zum Abfahren. Meinst du? Oder ein Schuldmaker, eins von beiden. Ich bin ehrlich, ich würde den Schuldmaker nehmen. Der ist nämlich dafür ausgelegt. Ja, ist jetzt die Lieferung. Alter! Junge, bist du wahnsinnig? Alter, jetzt kommt noch einer. Der hat mir einfach mitten die Vorfahrt genommen. Das gibt eine Anzeige, Alter. Und weil ich bin auch noch richtig auffälliger, ich habe sogar den Dummleuchter, also. Der müsste wir auf jeden Fall gesehen haben. Was unüblich ist, aber egal. Egal. Weil man muss sich auch ein bisschen aufmerksam machen. Ja, wegen 218 Tonnen. Gut, ne? Ja. Egal. Oh, Schmalzeit. So. Bremsen. Sag ihm da mal den hinteren mal und dann den vorderen noch. Ich mach gleich schon mal ein bisschen Silage wieder an. Also Mischrätsel meine ich. Ja. Da war vielleicht ein Ball. Vielleicht war einer, ja. Da war mal einer, der ist. Achso, ja. Vielleicht Ballen, Alter. Abgesiegt worden. Rebellen. Dann sind wir wieder drin in der Ortschaft namens Rade. Oh, wer hat denn den so blöd hingestellt, ey? Was denn? Mischförderung. Ja. Blöde. Ich muss jetzt auf den Ranken fahren, damit ich rauskomme. Also ich bin da ohne Probleme raus und reingekommen, aber gut. Ich bin ja aber jetzt länger als wie du. Achso, du hast einen Telelader oder was? Nee, ich habe meinen Johnny genommen. Achso. Na dann. So, das heißt, wir müssen jetzt von meinen wunderschönen zwei Reischanhängern trennen. Oh ja. Und dann schon habe ich mir den Schuhmaker. Weit fahren, so passt. Zack. Schön, da drin steht er gleich. Wie viele da haben wir gesagt an Ding? Wie meinst du? An Silage. Zwei Ballen, das heißt 8000 Liter am besten. Außer du willst, noch Strom mit dazu packen, dann jeweils ne, dann passt auch dann auch zwei Strohballen, zwei Heuballen. Oh, darf ich, bin ja scheiße, jetzt weiß ich lauter. Ein Heu und dann Rest mit Stroh auffüllen. Warte, 6, 7000 Liter, da brauche ich noch 1000 Liter. Oh, komm schon, Lenkachse wieder nicht bedacht. Bisschen das Amazonenfrontgewicht mitgenommen, aber geht. Oh, fertig. Frage ist nur, komme ich darauf? Gucken wir mal. Ich glaube schon.
Was doch, gleich. Frontlader dran, an den FZ60, okay. Der 60er, doch, der muss drauf kommen. Ja. Komm ich da unten durch? Gerade nicht so. Wo? Wo wollte ich denn durchfahren? Der Betrag ist voll. Okay. Ja, aber vorher macht die Mischresse die. Ich bin. Wir sind sogar die Kühe wichtiger als die BGA. Ja, die BGA, das ist. Wir müssen das ganze Zeug eh dann noch reinschaufeln. Aber ich würde tatsächlich. Ich werde tatsächlich. Wie viele Heuballen haben wir rein? Einen, gell? Einen. Warte mal, ich muss jetzt ganz kurz mal darüber gucken. Okay, wir haben schon noch gut was. Wie sind denn da noch drin? Oh, noch knapp 1 Million, Alter. Ein Ball haben wir gesagt, gell? Ja. Ein Stroh, einmal Heu. Und zweimal Silage. Nein, ich hab, Alter. Hm? Ich muss den Anhänger noch ein bisschen rüberschieben. So, jetzt passt's. Ich hab den Ball rausgeholt und dann direkt wieder eingelagert, weil ich über den Trigger gegangen bin. Okay. Wenn ich ganz oben bin. Also ich hätte jetzt schon Mischration, aber ich fülle noch nach mit Stroh, ist billiger. Statt mit Heu oder sowas. Ja. Hast du die Reischeinhänger da reingestellt, Jage? Ja, die stehen da, wo sie immer stehen. Muss ich wieder hinterfahren? Oh nein. Egal. Wieso brauchst du die Anhänger? Mauer. Nee, Stroh brauche ich. Ach so. Ganz knapp geht er rauf. Aber ganz, ganz knapp. Till. Boah, die haben wir mal richtig fett. Ja. Ein bisschen gerade hier hinfahren. So. Was ist richtig fett? Die haben ja richtig arg scheiße. Also was ist scheiße? Die haben was rausgeschubst, sagen wir mal. Ja. Ja, da bin ich vorhin schon 50 mal hängen geblieben. Ja, das hat nicht synchronisiert, darum bist du hängen geblieben. Achso, ich dachte mir schon so. Das ist ja richtig doch, viel. Da ist doch kein kleiner. Als ob die schon so viel rausgehaut haben. Wie viel Stroh brauchen die eigentlich noch? Dann fülle ich gleich Stroh nach. Jede Menge. Oh, Stroh haben sie gar nichts mehr. Ja, da kann man glaube ich schon noch ganz gut was reinhauen an Stroh. Ich will dich da hinten rumfahren. Ah, wenn ja, du willst, kannst du den Scorpion nehmen. Der hat ein bisschen mehr Ladevolumen. Ne, ne, ich bleib hier schon mal. Ich muss mir ein bisschen Stunden auf meinen Traktor rauffahren, weißt du? Ja. Wie viel hast du jetzt drauf? 7,5. Was? Jo. Ich hab 4, das sind voll Leute. Ich hab 4,5. Ja, du hast ja auch deinen 6R noch nicht so lange wie ich mein Fan. Weil du hattest ja anfangs noch dein Premium oder deine Premiums. Ja. Naja, ich habe auch ein. Also der 6R ist ja eigentlich ein Premium. So. Aber jetzt schon ist richtig schön wendig, also. Der 6R? Mhm. Okay. Ich glaube, unser Stroh ist jetzt dann leer. Wenn ja. Ich das den Kühen alles gegeben habe. Wir kriegen ja von also machen zwei Hänger voll. Wir kriegen ja von Feld 7 auch noch was wieder. Also. Ja, das bisschen was, ne? Unsere Strohreserven wieder aufgefüllt sein danach. Wenn nicht vorher das Ziel noch voll ist. Ah ne, warte mal, wir wollten ja Ballen machen. Weil da haben wir ein großes Silo. Aber ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir halb machen, weil. Also halb Press und halb aufsammeln. Weil ich glaube nicht, dass alle Ballen, die wir von PC runterholen würden,
in das Ballenlager reingehen. Meiner Meinung nach. Aber sicher. Bin mir auch nicht, hab's noch nicht ausprobiert. Da wäre ich mich in mir nicht so sicher. Ich glaube schon, dass alles reinpasst. Und nochmal was, dass die Viecher auch gemütlich liegen, ne? Ja, ja, ich werde ja auch einen harten Boden überschlafen müssen. Und dann kommt das Tier und dann werden wir hier noch verklagt und alles. Dann müssen wir weg hier. Oh nein. Und dann dürfen wir keine Tiere werden wir mehr mit haben. Hohem Geld verklagt. Das zahle ich aber nicht, kann ich vergessen. Vorher renne ich weg. Ja, wir haben das 21.000 auf dem Konto, also. Glaub oh, ich glaube, unser Strom wird leer. Gut möglich. Wie viel Wagen hast du schon, wie viele Wagen voll hast du schon gehabt in den Kuhstall? 4 jetzt dann. Okay, also, wo ich das letzte Mal Mischschätzung gemacht habe, hatten wir noch 95.000 Liter drin, glaube ich. Und ja. Was nicht, was 16, dann ja. Dann haben wir vielleicht noch 10.000, 20.000 Liter drin jetzt. Das wird definitiv komplett leer. Sag ich dir jetzt schon. Also mal ganz kurz gucken. Eieiei, 34.000 Liter erst drin. Und laut Aussicht hat nicht synchronisiert. Doch, 34 Liter und jetzt lade ich noch mehr rein. Alter, das wird definitiv leer. Ich glaube, da ist noch definitiv Potenzial nach oben. Ja. Kommst du rauf, ohne ganz aufzuheben? Nee, ne. Ja, ich muss ganz aufheben. Aber meine, ja, aber meine Frontscheibe liebt's. So ein Millimeter ist noch dazwischen Platz. Wenn, dann ist vorher noch Gummi dazwischen. Den kannst du auch noch ein bisschen zusammendrücken. Jupp, unser Stroh ist ab sofort aufgebracht. Warte. Leer. Okay. Aber gut, das ist jetzt Haferstroh. Das müsste eigentlich länger heben. Ja. Problem ist, Haferstroh juckt so. Ich glaube nicht, dass das die Kühe so frisch juckt. Oh, nein, die Kühe nicht, aber wenn man schwitzt und... Ja, dann... Dann Menschen juckt's richtig toll. Dafür haben wir in unserem wunderschönen Haus eine Dusche, hoffe ich mal. Ja. Ansonsten müssen wir halt in den nächstgelegenen Fluss, Flussbach, See, was auch immer, springen. Haben wir nicht sogar einen Besitz? Haben wir übrigens ein Waldstück, glaube ich. Aber das ist so ein Waldstück, was wir haben. Ich dachte, die hier? Aber nach unserer Biogasanlage ist direkt der Hafen. Stimmt, da oben ist auch ein riesen Fluss. Also. Bademöglichkeiten bieten sich auf jeden Fall an. Jane, es war ein bisschen schief drin, aber passt schon. Ja, nach dieser Aktion ist, glaube ich, mein rechter Arm abgefallen. So. Bist du voll? Ich glaube noch lange nicht. Ja, das vordere Stück ist jetzt, glaube ich, schon ganz gut gefüllt, aber hinten ist auf jeden Fall noch gute Aussicht auf mehr. Komm dann mal, ne? Ja. Ja, was ist jetzt mit... wir wollten doch eine XXL-Folge machen. Machen wir die jetzt, oder? Können wir noch ein bisschen länger machen. Wir sind jetzt bei 25 Minuten.
Oder ich würde sagen, oder wir können so machen, wir fragen einfach die Zuschauer, ob sie sich eine XXL-Folge wünschen und wie lang die werden soll. Und dann können schreibt uns in die Kommentare. Ja, also höchstens 40 Minuten würde ich sagen, oder? Ja, maximal eine Stunde. Maximal eine Stunde, glaube ich. Ja. Weil das ist dann, glaube ich, schon ganz gut Videomaterial. Ja, irgendjemand muss es ja schneiden auch, also. Ja, schneiden, glaube ich, wird das nicht das Problem sein. Boah, ich muss meinen Arm wirklich ein bisschen ausfahren. Aber wie gesagt, schreibt uns in die Kommentare und wir gucken uns dann das dann morgen an. Der Curry ist auch schon wieder fertig, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, wäre natürlich sehr nett. Und ansonsten sehen wir uns dann den nächsten Mittwoch zu einer weiteren Folge hier auf der auf der Gemeinde Rade. So. Und dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Sonntag. Und jetzt kommt Trips, der Spruch nochmal. Und ein Däumchen wie ein Träumchen und ist kostenlos. Also, ciao. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge. Haut rein und ciao, ciao. Ciao, ciao. There ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star.